Kinnis, was geht bei euch? Ja, willkommen zurück zu Fallout. Wir sind ganz nah an dem an der Quest. Was haben wir überhaupt ausgewählt? Für den John Bumble? Alle. Achso, ja. Natürlich alle. Wo sind die Map? Warte. So, Mabel. Ah, Grey Garden, okay. Ja, ich bin gerade ultra genervt. Ich wollte eigentlich schon den ganzen Tag aufnehmen. Beziehungsweise nicht den ganzen Tag, aber schon seit vorneweg 2 Stunden. Aber direkt hier bei uns sind Bauarbeiten und vor meinem verschlissenen Fenster fahren Bagger rum und was weiß ich alles. Ich kann hier nicht aufnehmen, die Geräuschkulisse ist zu krass. Ich glaube, jetzt sind sie fast fertig, jetzt höre ich zumindest nichts mehr. Ich hoffe, dass da jetzt nichts, ja, dass die jetzt nicht einfach weitermachen. Aber das sackt so hart, man, voll die Zeit verplempert. Ich habe keinen Render-Job gehabt oder sowas, ne? Und jetzt nehme ich das hier auf. Und noch ein CSGO-Video und das muss ich dann schneiden und rendern. Dann dudelt das ist ja eh wieder 2 Stunden vor sich hin, wo ich ja nichts machen kann. Das ist. Hallo, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Warum sind eigentlich die Texte nicht mehr da unten? Keine Menschen? Es gibt hier keinen einzigen Menschen? Ganz richtig, Liebling. Warte mal kurz, wo sind unsere Untertitel hin? Under Titles. Was ist denn der Scheiß? Ah, bei Anzeige wahrscheinlich, ne? So, Dialog. So. Allgemeine Untertitel mache ich auch wieder an. Boom. Wir sind voll. Oh Gott, jetzt geht's da draußen wieder los. Nein. Egal, ich bin lauter. Autark und benötigen keinen Menschen, der unsere Tätigkeiten überwacht. Du musst wissen, dass es hier 2 Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward. Sehr schön, sehr schön. Ich erinnere mich an ihn wohl kaum. Er war verrückt. Was ist mit ihm passiert? Wahrscheinlich haben sie ihn. Was ist aus Dr. Gray geworden? Wie so viele andere ist er im Krieg umgekommen. Ein schrecklicher Verlust. Oh shit. Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Ah. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze. So wie auch die anderen Aufseher. Das ist ziemlich einzigartig. Ja, einzigartig trifft es wohl. Ist nur schwer zu übersehen. Ich nehme das mal als Kompliment. Schließlich will eine Frau ja alles andere als gewöhnlich sein. Ja. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, okay. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Ah. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Das ist eine absolute Pissplörre. Ist schon gut. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Das ist es, oder? Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Was für eine Haut? Das funktioniert nicht. Ich will mich nicht aufdrängen, aber könntest du uns vielleicht helfen? Ajo, mach ich. In Ordnung. Wunderbar, einfach wunderbar. Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Weston-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Okay. Also ich, das weiß ich noch. Ich weiß, dass da unten ziemlich die Post abgeht in diesem Wasserwerk. Wer ist das, der Brown? Ah ja, Brown. Bring mir ein paar Mutterbeeren für die Aussaat. Dann okay. Landen Kronkorken in deiner Tasche. Ja gut. Also, ab mit dir. Ich glaube, ich habe habe ich nicht 8 Kilo Mutterbeeren? Ah nee, das sind diese Tatos, die ich habe. Ach, Schissel. Kümmer dich bitte um das Wasser. Ja, ja, ist doch gut. Achso, Möhrenpflanze. Draußen wächst auch noch Zeug. Aber das sind auch alles sind das. Oh, yeah. Money, 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 money. Ne, 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 ne. Und hier draußen ist der andere Aufseher. Mr. Handy. Wenn du handeln
willst, Mr. Green, dann lass uns einen Deal machen. Sehr gut. Auf sehr Green. Auf sehr Green. Großartigen Einkaufstrip zu starten. Ja. Das wäre super. Endlich. Der erste Händler, oder? Den wir hier haben, der mal ein bisschen was in der Tasche hat. Also wir haben bei Kleidung... Wollte ich nicht sau viel verkaufen? Achso, ich habe den Rest weggeschmissen, ne? Egal. Achso, halt, wir haben noch die anderen Siedler eigentlich bei Buxtehude. Den hätten wir auch irgendeinen Scheiß andrehen können. Ja, naja, das war's doch schon. Ah, fuck! Ja, das war's noch nicht wirklich. Ja, ja. In Ordnung. So, gut, ich muss dann hier unten drauf drücken. Ne, auf annehmen. Ja, so, jetzt. Jetzt gebe ich dem Dödel noch die Pflanzels. Und dann haben wir Cash ohne Ende. Weißt du das schon? Ja, ja. Mr. Brown? Officer Brown? Ist das Officer Brown? No, it's not. Da ist er. Röne. Kronkorken gegen Mutterbeeren. So läuft das hier. Ja, dann nimm doch mal. Bereit, die Mutterbeeren abzugeben? Na sicher. Ja. Ja, ich nehme die Kronkorken. Wunderbar. Hier bitte. 2 Kronkorken pro Stück. Ja! Oh, rich! Okay, also das hier ist eben ein Gewächshaus, das von Robotern betrieben wird und das Wasserding ist hier unten. Nicht weit entfernt. Was haben wir hier? Begib dich zum Polizeirevier in Cambridge. Da könnte man natürlich auch hinschlappen. Es gibt hier halt noch ultra viel zu entdecken, also einfach tatsächlich an Orten, die wir noch nicht entdeckt haben. Und ich würde vorschlagen, dass wir noch ein bisschen rumgehen. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was übersehen haben oder hier. Dass wir ein bisschen rumgehen und einfach mal gucken. Ja, Schnellreise, ja. Was uns noch so fehlt. Einfach an Orten, damit wir auch wirklich alles abgedeckt haben und überall die Quests haben und machen können. Oh, das ist Wahnsinn. Das vibriert hier richtig, ne, wenn die da auf- und abfahren. Das ist wirklich direkt neben meinem Fenster. Das ist voll der Abfuck. Und natürlich von 8 Uhr bis zum, was weiß ich, 16 Uhr oder so. Jetzt ist es schon 3:15 und, ja, es ist einfach räudig, dass man das so blockiert. Also, die können natürlich nichts dafür, die Leute, ne, und sicherlich müssen die Arbeiten auch erledigt werden. Aber es nervt halt einfach. Weil ich meine Arbeit nicht machen kann. Und ja, dann läuft einem einfach die Zeit davon. Da vorne ist, glaube ich, der Bahnhof, den wir schon gesehen haben, aber bei dem wir nicht waren. Oder? Oh, und da hinten haben wir noch einen Steinbruch. Sehr gut. Ja, das ist noch ein recht großes Areal. Also da logisch, dass wir noch nicht alles entdeckt haben. Komm, Dagi. Was meint er zum grünen Mod? Ihr habt das, glaube ich, schon... Die Folge kam, glaube ich, schon online. Ja, doch, die kam schon. Aber ich glaube, es ist niemand drauf eingegangen. Zu diesem leicht... wo ist es eigentlich jetzt hin? Ist das das hier? Das da vorne? Ich weiß es gar nicht. Ja. Vielleicht muss ich da nochmal nachhaken. Oh. Was ist denn da unten? Der war verbuddelt, ne? Ach, eine verkackte... 2 verkackte Fliegen. Nein. Hier. So. Oh, aggressively. Aha. Ah, jetzt habe ich keinen verschlagen. Komm, Kevin, hol sie dir. Ah! Das war eine Leiche, die ausgebuddelt wurde. Ziemlich eklig. Ist hier noch was? Na, Teerbeere. Halt, 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 ich verreck. What the fuck? Habt ihr es gesehen? Ultra am Verrecken. Ich bin irgendwie verseucht. Ich esse mit dem Scheiß hier. Ich glaube, der bringt eh nicht viel. Ah, Cream. Honey Cream. Boah. Das war gerade eben echt knapp. War das jetzt diese blöde Fliege? Die mich da einfach so hart angeschissen hat, dass ich fast gestorben wäre. Das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. These Mix are not cool. So, wir haben endlich die Waffen richtig sortiert. Oh. Das ist ein Riesensteinbruch. Dickicht Ausgrabungen. Hallo. Manchmal macht Kevin richtig bescheuerte Geräusche. Ach so, mir fällt gerade ein. Kevin sollte ich ja anders nennen. Und zwar soll ich Kevin möglicherweise. Wartet. Schwabbelbacken. Shit, ich kann es nicht richtig lesen. Pepper oder Pooper oder sowas. Schwabbelbacke an sich klingt gar nicht so schlecht. Schwabbelbacke, wie meinst du? Swabblebake. Könnte man machen. Aber ob ich mir das merken kann, das ist eine andere Geschichte. Jawohl, Kronkorkenvorrat. Schmutziges Wasser ist fast so gut wie sauberes Wasser. Und ein verschlossener Kasten. Ja. Ich sehe. Ja. Ja.
Locker. Waschmittel, Zuckerbomben. Hm. Oh! What do we got here? Ein Computer. Wir sind doch so krass im Hacken. Geschafft. Den hacken wir jetzt ultra auf. Oh shit, wiegen wir nicht schon irgendwie viel zu viel? Ja, warum sagt das? Spielt denn nichts? Sorry, sie sind so fett. Wir nehmen Red-X, Red Away, um uns komplett zu entwursten. Und dann naschen wir noch irgendwas, sowas Gegrilltes. Hier so eine Happen. So. Guck mal, das strahlt uns auch gar nicht kaputt. Die Häppchen, das ist schön. Können wir jetzt wieder laufen? Ne, es hat nicht ganz gereicht. Dann schmeißen wir eben noch was weg und zwar... Wir haben auch hier irgendeine Schrottwaffe aufgehoben, oder? Bin ich mir ziemlich sicher. Revolver, Scharfschützengewehr 45er. Gut, da haben wir ja schon unseren Revolver. Ne? Wo ist er denn? Hier. Nein, wegschmeißen. So. Ja. Achso, ja, der Computer. Terminal. Ran. Achso, schon fertig. Lieferungsaufzeichnungen. Sehr schön. Ein Band ist hier drin. Sullys Aufzeichnungen. Es gefällt mir hier. Mit der richtigen Mannschaft hätte ich kein... Fuck, ich weiß nicht, ob ihr das ultra laut hören könnt. Das ist echt... Echt Wahnsinn. Verschissen nochmal. Ich glaube, ich kann nur diese eine Folge aufnehmen. Hätte ich keine Probleme. Die Händler sind nah genug für schnelles Geld, aber auch nicht so nah, dass wir am Ende abgezogen werden. Das ganze verdammte Ding ist allerdings voll mit Wasser. War ja klar, es gibt immer einen Haken. Diese krasse Entwässerungspumpe sieht einigermaßen intakt aus. Wenn ich Glück habe, funktioniert sie noch. Werde ich mir morgen mal anschauen. Okay, Sully. Nein, das wird nicht einfach. Trotzdem ist die Pumpe im besseren Zustand, als man annehmen sollte. Ich würde gerne noch ein paar Werkzeuge holen, aber es ist schon ziemlich spät. Ich bastel noch ein bisschen rum und gehe dann morgen früh los. Dürfte jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Gut, dass ich den Vorschlaghammer mitgenommen habe, obwohl das eine ganz schöne Schlepperei war. Das Ding war total verrostet, ein paar Schläge mit dem Hammer und schon war das Problem gelöst. Aus dem Teil kamen aber jedes Mal ziemlich seltsame Geräusche. Ich hätte schwören können, dass sich darin etwas bewegt hat. Ich habe die meisten Anschlüsse hingekriegt. Die Rolex, die ich finden konnte, habe ich geflickt, bis auf die unten, unter Wasser. Nach den ganzen Geräuschen setze ich da keinen Fuß rein. Ich gehe wahrscheinlich zurück und hole einen der Neuen, der das übernehmen soll. Oh, shee. Das heißt, hier müsste jemand sein, und zwar einer der Neuen. Sully ist neuer. Hallo? Sally's neighbor. Okay. Oh, die Wasserpumpe funktioniert nicht. Das ist jetzt aber echt Darm, ne? Okay, pass auf. Natürlich weiß Onkel Dagobert noch, wie der Hase hier läuft. So ungefähr. Das hier sind die Lecks, die so sprudeln. Hä? What the fuck? Hast du nicht eben noch gesprudelt? Ah ja, achso, das ist versteckt. Ich hab's nicht richtig gesehen. Ist ja schon gut. Und zwar musst du einfach... Oh fuck, das ist ja total am Schisseln hier. Red-X. Who needs some Red-X? Red-X. Auf Tauchstation. Da ist er schon. So, dieses Ventil ist gedreht. Den Stecker ziehen. Ich will eigentlich ungern hier einfach komplett so durchschwimmen, aber naja, das ist jetzt halt einfach mal hier, was soll ich machen? So, da ist das. Schwimmreifen da unten. Und das dritte ist da hinten. Man sieht es schon. Ist ziemlich weit unten, da ist es. Und schon ist das Problem gelöst. Sprich mit. Achso, ja, stimmt, hier ist ja eigentlich jemand, aber der, die das, haben wir jetzt gar nicht gesehen. Eigentlich, ich meine, dass es ein alter Sack war und der stand dann da oben irgendwo, also bei der Pumpe. Das müsste ich da drehen können. Obwohl, nee, derjenige hätte dann nämlich das Teil repariert. Rabariert! Das war. Hör genau hin. Hä? Sully? Hast du das gehört? Ach, da hockt er da unten! Sully! Sully! Oh Gott, Sully! We got a problem over here, Sully! I need a fucking help, Sully! Sally! Was macht er denn? Nicht blocken, nicht blocken, nicht blocken. Gut, gut. Hündel. Mein Hündelchen. Jawohl, der Revolver rockt rein, Alter! Woo! Aber ich denke, dass Sally nicht sterben darf. Oh, shit. Ah.
weidelig, ihr seid so weidelig, ihr Viecher. Nein. Bam! Oh, das war ein Flick, Alter. Oh, oh, da kommt der Nächste. Kurz den Kram mitnehmen, obwohl wir eigentlich ja ultra voll... Inhuman Erections! So, Sully, wo bist du? Ja, ist doch in Ordnung. Fettbacke oder wie du heißt, chill. Es muss doch eine Möglichkeit... Da ist es. Ah, pff, da ist es. Meyerlurks. Ist wohl keine Überraschung, dass sie jetzt wild geworden sind. Ja, ja. Ah, ja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. Danke! Wo wird schon weniger? Es sieht echt so aus, als wenn es weniger werden würde, aber dann doch nicht. Ja, es ist ganz merkwürdige Fata Morgana hier. Ist hier noch was Chilliges versteckelt? Oh, halt, wir können nicht so viel tragen. Ja! Na also, er war da jetzt nicht so erfreut über den Fund. Ach, na also, what the fuck, Jahrzehnte gesucht. Manchmal übertreibt er. Wir haben noch gar nicht lange danach gesucht und er tut direkt so abgefuckt. Was liegt denn da? Eine Tasse. Tassen sind sehr wichtig. Was ist das hier? Steine? Aus dem Stein? Okay, hier werden die Steine gelagert, die gebrochen werden. Gut, gut. Jetzt haben wir da hinten noch etwas zu entdecken. Wir belassen es jetzt erstmal... Ah, hier ist der grüne Mod. Da sieht man die Modifikation. Ich dachte, da stehen zwei Leute. Das ist nur so ein Ding. Oakley. Ich finde es schon ziemlich nice. Ich habe es ja schon erwähnt, nicht so ultra übertreiben mit diesem grünen Modus, dass alles so richtig krass ist. Das, ja. Wisst ihr, neue Bäume, dass es fast wie ein Dschungel aussieht, das wäre irgendwie zu krass gewesen. Hier. Das sieht ja schon. Oh! So, schon nice genug aus, würde ich sagen. Ah, shit. Ich bin auf ein Nest getreten, ja. Die Kakerlake. Das Kakerlaken-Nest. Voll die kleine süße Hütte hier. Einfach mitten im Nirgendwo. Mitten im Zaun. Ha, da hat sich jemand was aufbauen wollen. Doc, mit was hast du gefunden? Schnell! Zeig's mir! Wo? Habe ich da was übersehen? Willst du mich verarschen? Du meinst jetzt den Werkzeugkoffer oder was? Ja, scheinbar. Ach, ich wollte doch das... Ich wollte, dass der scheiß Hund das nimmt. War es das, was wir gerade eben aufgehoben haben? Keine Ahnung. Naja, gehen wir weiter. Wir haben hier drüben noch dieses RR. Ja, genau, das ist dieser. Das ist diese Bedford Station. Oh ja, wir haben hier ja ein paar. Oh, komm, lauf doch einfach noch einen Schritt weiter in meinen Schuss rein, bitte. Ich muss echt sagen, das kommt richtig gut zur Geltung hier gerade, das Grüne. Dieser grüne Modus. Gefällt mir. Oh shit, habt ihr rechts gesehen? Da war noch einer. Aber wenn ich hier oben stehe, kann mich keiner anfassen. Oh, hallo. Den habe ich gar nicht gesehen. Durch die Wand. Ha! Shit, I'm fucked. Oh fuck! Oh, 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 oh! Okay, warte. Ah! Shit! Oh, hier sind ultra viele. Was geht hier ab? Bitte. What the fuck? Guys? Okay, wartet. Erstmal Beinchen weg. Oh, das habe ich jetzt super getroffen. Oh! Und die verstrahlen hier vielleicht den Spaß. Ah. Heilige. Ich muss ganz kurz hier weg. So. Ah, hier. Oh yeah. Oh, jetzt rennen sie alle weg. Natürlich. Was ist denn da drin? Jetzt gerade eben aufgegangen. Das war jetzt nicht so klug. Ich dachte, das macht so pfff und geht dann erst nach ein paar Sekunden in die Luft und nicht direkt. Scheiße. Ja, egal. Ich weiß, dass jetzt einiges auf mich zukommt, deswegen muss ich die verkackten Minen ausrüsten. Wo habe ich die Minen liegen? Auf 9. Also 7, 8, 9, das sind generell so die Dinger, wo ich den Scheiß wechsle. Okay. Ich lasse es mal auf Mollys. So.
Ich habe echt wenig AP. Irgendwie habe ich das nicht so wirklich geskillt, kann das sein? Ja, Spachtel kann ich bestimmt mitnehmen. Ja, läuft. Ich gehe nochmal hier in den Koffer dran. Drin sind bestimmt auch voll viele, die sich verstecken, ne? Jetzt sehe ich ihn. Okay. Dogmeat, wo sind denn deine ganzen Freunde jetzt hin? Okay, okay, okay. Trifft mich das hier? Ha! Oh, shit! Woo! Oh no. Der Kevin. Ah! Boom. Ha! Gut, dann höre ich direkt auf den zu schießen. Der kann da ruhig ein bisschen umlegen. Nein, das war falsch. So. Dieses Beinchen wird abgeschossen. Ha! Und so weiter und so fort. Ich bin der gemeine Beinezack-Schießer. Ich bin der Hackfleisch-hassende Zerhacker. Ich habe. Oh, ich habe Kevin angeschossen. Oh shit. Nein, du hast das Zauberwort nicht gesagt. Oh, fuck. Oh! Jetzt ist ja wieder alles voll, oder was? Oh, sehr gut geworfen. Guck mal, wie er da rumliegt. Okay, die Waffe ist irgendwie echt nicht schnell genug. Oh, shit! Nein, 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 nein! Oh. Ja. Nein, nein, nein. Ha! Bäume, die werden euch verwirren. Ha! Oh! Alter, wenn sie auf einen zurennen, das ist so eklig. Hier. Wuhu! Ja. Jetzt habe ich euch, ihr Säcke. Na also, das geht doch. Nein, 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 nein. Reinzoomen, reinzoomen, was machst du denn? Bläh! Es ist echt noch einer unterwegs. Ohne Arme. Was machst du ohne Arme? Was hat er. Doch, er hat einen Arm. Komm, machen wir noch das Beinchen weg. Oh, oh shit. Okay, was ein Fight. Krass. Ja, Kronkorken. Ich speichere mal. Das waren jetzt doch einige. Und vor allem so viel auf einmal. Damit habe ich nicht gerechnet. Wen haben wir denn hier? Dutchmans Instruktion. Müssen wir uns gleich mal durchlesen. Eine Sekunde. Kaffeetasse. Das sind die Stücke von dem einen noch, oder wie? Dutchmans Instruktionen. Kevin, du schießt... Achso, der... So. Wir gucken mal direkt rein. Das ist hier und dann bei Diverses. Da war's doch. Was haben wir denn hier? Liefere dein Paket an die alte Schaltstation. Der Bote trifft um Mitternacht ein. Wenn du Ausrüstung brauchst, such nach dem blauen Fass. Das heißt, wir haben hier schon mal einen Hinweis auf Ausrüstung, die wir finden können. Ich drück mir noch die Haarbürste rein, ich dödel. Ha. Mal noch ein kleines Terminal-Fachbestimmungen. Ihr könnt jetzt kurz anhalten, euch das durchlesen. Nahrungsverzeichnisse. Okay. Ja, okay. Haben wir dadurch vielleicht was Neues entdeckt? Ne? Neue Orte? Manchmal geht es, dass man dann einen neuen Ort entdeckt. Oh, eine Impulsmine. Holla. Holla. Also, hier muss noch irgendwo ein Feind sein, wenn Kevin noch so rumhängt. Da steht da auch Gefahr. Ah, jo, da sehe ich doch auch rot, hä? Ach so. Ich bin so blöd. Booyah. Keine Munition wird verbraucht für seinen Sack. Jetzt müsste Kevin noch wieder laufen können, oder? Kiff, kiff. Mr. Snugglebutton. Steh auf. Steh auf! Heißt, jetzt, also. So, blaues Fass. Guck mal da vorne. Da lag ja auch noch eine. Ah, ne, da lag ja die Leiche. Die lag ja hier vorne. Oh, da haben wir schon was Blaues da drüben. Blauer Container, blaues Fass, blauer was? Ich hab's vergessen, was für ein blaues Ding wir gucken müssen. Oh, yeah, Kevin. Mit Hähnchen. Ich glaube nicht, dass das hier das Richtige ist. Oder etwa... Nein. Oh. Oh, 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 oh. Ne, doch nicht. Da muss es da drüben irgendwo sein. Vielleicht hier der blaue Fracht. Container. Da drüben liegt auch die Leiche.
Das könnte was sein. Kronkorkenvorrat. Eine Coca-Cola, eine Leiche, die hier scheinbar gewartet hat. Wir sind zu fetten, können nicht tragen, nicht weiter tragen, das macht nichts. Wir können hier auf jeden Fall einen Redaway nehmen. Zack. Und dann noch was naschen. Zum Beispiel so ein leckeres hier, so ein Rat. Scorpion-Steak. Und schon können wir wieder rennen. Das könnte hier der Punkt gewesen sein, wo wir hin sollten. Aber hier war irgendwo noch so ein... Genau, das da meine ich. So ein Türmchen. Gucken wir uns das mal an. Hallo. Da ist Blut. Hier ist wieder ein Terminal von der Station. Band abspielen. Aufzeichnung Station Bedford. Ich hole mir das Band mal raus. Dass wir uns das anderen können und rumlaufen können dabei. Es ist schon halb. Sie verspätet sich. Nein, da stimmt was nicht. Da kommt jemand. Sehen Sie? 5 Personen. Das ist eine Falle. Verdammt, sie haben uns umzingelt. Was tun wir jetzt? Ich lenk sie ab. Zähl bis 10 und lauf dann zu den Bäumen. Was? Dutchman, ich... Uns bleibt keine Zeit. Viel Glück, A9. 10, 9, 8, 7... Nein! Nein, ich gehe nicht zurück. Ich kann das nicht. Ich will das nicht. A9. Naja, Helenas Instruktions hatten wir gerade eben noch. Da. Das Paket trifft um Mitternacht ein. Okay, gut. Und wo ist der blaue Bums? Ist es der da hinten? Ne, da waren wir ja schon dran. Da ist auch noch was. Wir haben schon so viele Level-Ups und einfach nichts damit gemacht. Voll unnormal irgendwie. Ich weiß, also ich, wenn ich mich zurückerinnere, habe ich mich grundsätzlich über jedes Level-Up gefreut, um dann schnell irgendwas zu skillen. Jetzt habe ich... Wie viel Skills? Na, okay, 2. Ich dachte, wir hätten jetzt 5 oder so. Wir wollten ja in Richtung, was wollten wir denn machen? Wir wollten das hier machen, glaube ich. Ja, um die Versorgungsrouten zu machen. Das mache ich jetzt mal. So. Boom. Und dann haben wir nach wie vor noch einen Skill, den wir irgendwo reinsetzen können. Aber da könnt ihr gerne auch Tipps geben. Ich habe, also worein ich sehr gerne skille, ist einmal das hier, Blutiger Tod. Das ist wirklich echt nice. Dann Mysteriöser Fremder nehme ich gerne. Und, wartet mal, Sensenmann-Sprint, glaube ich, ist auch nicht schlecht. Genau. Und ich habe auch einzelne Waffen früher mal geskillt, aber das, weiß nicht, ob wir das jetzt so, ob wir das zwingend machen müssen. Also je nachdem, wie wir eben spielen wollen. Okay, somit haben wir, wir haben noch nicht ganz 30 Minuten. Oh, alles klar. Da hinten. Waren wir da hinten schon? Ja, das ist das. Warte mal. Ah, ein Baumstumpf. Ah, da ist was Blaues. Ja! Ist das das blaue Ding, das wir... Wahrscheinlich nicht aus dem Zelt, ne? Ja, das ist ein kleines Zelt. Ach, shit. Da ist wieder ein Häuschen. Alles klar, speichern. Ich speichere mal wieder richtig. Wir haben schon lange nicht mehr richtig gespeichert. So. Hänge ich einfach in dem Auto. Ah, warte, das ist die Station, das ist das, wo der Skorpion hier rauskam. Genau, alles klar. Tja, dann können wir uns jetzt verstrahlen lassen. Dann können wir eigentlich noch Richtung da drüben gehen. Da ist noch was Unentdecktes, neben Mystic Pines. Und dann einfach weiter entdecken. Also das mache ich eh ziemlich gern, dass ich weitläufig alles umlaufe und durchlaufe, um dann... alle Beampunkte auch zu haben. Dass wir uns auch im Notfall einfach überall hin beamen können, wo wir eben hin wollen. Oh, Jet. Da hat jemand eine fette Party gemacht. Ja. Ihr habt ja schon gesagt, irgendwo hinlaufen und so ist chillig, aber ja, dann nicht grundsätzlich immer rennen, sondern beamen ist dann vor allem beim Zurückgehen voll in Ordnung. Und das ist natürlich gut, wenn wir ganz, ganz viele Beampunkte haben, um uns dann auch in die Nähe von diversen Sachen zu beamen. Um dann einen kurzen Laufweg zu haben. Das hier ist ein Einkaufszentrum oder was? Vor der Riesenklopper. Es wirkt so, ne? Und... Hopp,
Entdeckung. Dogmeat! Was? Was ist passiert, Mr. Snugglebottom? What have you gefounded? Den habe ich selbst auch gesehen, du Fischnase. Dogmeat, Dogmeat, komm. Das ist es, Regular. Okay, ich meine natürlich Taunted. Nee, ich meine... Halt, jetzt müssen wir genau gucken. Das könnte es nicht sein. Drei! Shit! Okay, okay, okay. Melting. Mhm. Mhm, mhm. Hm. Das hier. Fuck! Nee, das kann es nicht sein. Fick. Wurst. Healed. Hearted, hearted. Das ist es bestimmt. Okay. Ist das hier nicht schön? Ja! Tür öffnen! Mach's auf! Kevin, geh rein! Hoffentlich hat er da drin was gefunden, das er uns jetzt noch zeigen will. Und nicht diesen bescheuerten Ding. Das habe ich doch schon aus 10 Kilometer Entfernung gesehen, was hier ein Terminal ist. Eine Lasermuskete. Nice, bruh. Nice. Okay, Zäpfchen für ihn. Guck mal, wen wir hier haben. Emmas Holoband. Oh, fuck. Kevin! Shit, shit, shit. Ich bin ultra slow. Kev, Kev. Okay. Ja, was läuft, was läuft. Alles gut. Cool. Zum Glück ist Kevin diesmal direkt draufgegangen. Also rangegangen, nicht gestorben, ihr wisst schon. Und so haben wir keine große Problematik gehabt. Hey. Nein, 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 nein. Nein. Dann hören wir uns gleich mal Emmas Band an. Aber halt dann in der nächsten Folge, wisst ihr, damit wir so einen kleinen, aber feinen und so weiter. Ciao, ciao.